Wir begrüßen Sie aus Southampton, aus dem St. Mary's Stadium. Willkommen zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der Premier League. Southampton gegen Norwich City. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Pierre-Emile Højbjerg. Ein Team könnte heute seine Bilanz aufbessern, Buschi. Ja, denn wir sehen das schlechteste Heimteam gegen das schlechteste Auswärtsteam. Naja, kann ja auch ein Unentschieden geben. Kurzer Blick auf die Aufstellung von Southampton. Der Mann im Tor ist heute Alex McCarthy. James Ward-Prowse steht neben Pierre-Emile Højbjerg im Mittelfeld. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Thank you for attending St. Mary's Stadium. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Dann müssen sie nachrücken. Redmond. Bertrand. Jan Bednarik. Bertrand. Redmond. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Jan Bednarik. Kyle Walker-Peters. Ings. Sieht gefährlich aus. Super dazwischen gegangen. Vielleicht die Führung jetzt. Und drin ist der Ball. Boah, wichtiges Tor, ganz wichtiges Tor. Die Führung. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Buschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Duda. Tete. Ist hier immer noch am Ball. Das könnte die Chance werden. Ball wieder zurück. Duda. André Duda. Jetzt der Ballverlust. Redmond. Bertrand. Bertrand. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Højbjerg. Redmond. Long. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Jetzt ist es gefährlich. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Bertrand. Jetzt vielleicht die Flanke. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Sicher vom Torwart. Gut gemacht.
Ah, Ball springt weg, keine optimale Technik hier, aber da war es auch eng. Armstrong. Ings. Højbjerg. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ein ganz starkes Tor und überragend vorbereitet. Ah, sehr gut gespielt und die Direktabnahme ist dann technisch sauber. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Number 23, Pierre-Emile Højbjerg. Buendia. Bayram. Duda. Henley. Buendia. Pukki. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Redmond. Da verlieren sie den Ball. Bayram. Jetzt könnte es gefährlich werden. Tete. In den freien Raum. Gute Aktion. Und er ist drin. Aus der kurzen Distanz hat der Torhüter keine Chance. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Na, Sie müssen jetzt aufpassen und da macht er sich natürlich am Spielfeldrand so seine Gedanken. Das Gegentor gefällt ihm überhaupt nicht. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Højbjerg. Redmond. Da kann er ihn stoppen. Tete. Duda. Buendia. Tete. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Was macht er draus? Gefährlich! Ja, das sieht gut aus. Und er schießt. Was für ein Tor! Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Der Ball sah erst gar nicht so gefährlich aus, oder Buschi? Ja, stimmt. Ich dachte auch erst, er geht vorbei. Und dann passt er ganz genau rein. Er muss jetzt reagieren, das ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Alles wieder offen hier. 2:2. Bertrand. Højbjerg. Redmond. Long.
Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Da kommt die Hereingabe. Schade, da war sicher mehr drin. Kann er was draus machen? Super Parade, klasse gehalten. Ward-Prowse mit der Ecke. Und er gibt abseits. Das war eng. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Ballverlust. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ings. Drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Der Ballverlust. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Bayram. Ja, Bednarik. Viele Tore in Halbzeit 1, 4 an der Zahl und dann auch noch gleichmäßig verteilt. Es steht 2:2. Die Spieler sind zurück, die zweite Hälfte beginnt. So, rüber, auf die andere Seite. Duda. Jetzt der Ballverlust. Bertrand. Højbjerg. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. André Duda. Das wird gefährlich. Pucki. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Tete. Jetzt müssen sie aufpassen. Duda. Da zieht er ab. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. Hier nochmal dieser Treffer. Zu zwei also. Da ist alles drin. Jack Stevens. Kyle Walker-Peters. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ward-Prowse. Armstrong. Jetzt gibt's Einwurf. Jack Stevens. Long. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams.
Mauer steht exzellent. Ball abgeblockt. Jack Stevens. Michael Obafemi. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Kyle Walker-Peters fängt diesen Ball ab. Tete. Da verlieren sie den Ball. Heubier. Jack Stevens. Ward Prowse. Armstrong. Schöner Spielaufbau jetzt. Ings. Jetzt wird's gefährlich. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Heubier. Ja, mit viel Übersicht. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Da können sie klären. Tete. Vrančić. Henley. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Bayram. Vrančić. Gibt jetzt Einwurf. Da unten macht sich jetzt ein neuer Mann bereit. Southampton wechselt aus. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Jack Stevens. Ward Prowse. Jan Bednarik. Højbjerg. Michael Obafemi. Ward Prowse. Ings. Jack Stevens. Kyle Walker-Peters. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Michael Obafemi. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne noch mal an. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Bei dem Treffer hat alles gepasst. Puschi. Die Hereingabe, der gute Abschuss, ein klasse Tor. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Duda. Sie verlieren den Ball. Buffal. Højbjerg. Ward Prowse. Und das ist der Ballverlust. Super dazwischen gegangen. Die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Højbjerg. Buffal. Jan Bednarik. Ward Prowse. Ings. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ja, könnte was werden. Was für eine Rettungstat, gehalten. Vielleicht gehen sie jetzt spät in Führung bei dieser Ecke.
Ward-Prowse mit der Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Beira. Vrančić. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt es noch extra. Michael Obafemi. Gibt es hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Was macht er draus? Macht er gut. Und er trifft. Nix ist es mit dem Treffer. Die Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung vom Assistenten. Und hier sehen wir es noch einmal richtig auf Abseits entschieden. Gut gesehen vom Assistenten. Gerade beim aktuellen Spielstand wichtig, dass er hier richtig liegt. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.